Hallo und herzlich willkommen zurück zu kleines Skyrim Gameplay, Teil 5 schon. Also, jetzt würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Quests bei den Gefährten. Und weil ich finde, die sind noch ziemlich spannend. Also, ich suche nach Arbeit. Diesmal geht es um eine etwas heikle Angelegenheit. Eine reiche Familie hat eines ihrer Erbstücke verlegt. Dieses Hügelvolk, das sich selbst die Abgeschworenen nennt, kennt keine Gnade. Ich werde es zurückholen. Macht schnell, damit wir das hinter uns haben. Mein Gott, ich hasse diese verdammten Abgeschworenen. Bergestall, Streitaxt aus tiefen Waldschanze. Da war ich schon mal, okay. Aber, ja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Aber jetzt können wir ein bisschen Abenteuer durchmachen. Also wenn mich nicht alles täuscht, war ich schon mal in der tiefen Waldschanze hier. In diesem Skyrim-Account. Schauen wir mal nach. Hier oben. Ja, tatsächlich. Hexenende. Tiefenwaldschanze, hier. Abgeschlossen. Da habe ich schon einen Quest abgeschlossen, ganz offensichtlich. Diesen Hammer habe ich übrigens schon, den kann man erwerben. Aus einem Orkvolk. Ich habe denen geholfen. Musste aber ihren Anführer töten, weil er hat mich angegriffen. Und dann habe ich das als Belohnung gekriegt, weil ich habe ihnen ziemlich geholfen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau mit was, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Da oben ist schon der Erste. Vielleicht kann ich ihn lautlos ausschalten mit meinem Bogen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welchen ich ausgerüstet habe. Ah genau, daedrischer Bogen des Blitzschlags. Ah, ich werde gesehen von Schattenmähne. Nee, Schattenmähne. Na, wenigstens bleibt Lydia da. Na, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Deine Begleiter sind manchmal halt noch ein bisschen doof, weil die greifen gleich alles an, was du angreifst. Okay, dann hätten wir das schon mal. Aber wir müssen in eine Höhle. Und wir haben doch noch einen lautlos ausgeschaltet. Ah, der war hier. Ja, das ist der. Na, die haben nichts Nützliches. Ich bräuchte mal eine Daedra-Rüstung. Aber da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen warten.
mit Mutter deiner Rüstung, das wäre jetzt vielleicht was. Aber jetzt fällt mir gerade was ein. Ich wollte ja auch noch den Ebenerzharnisch zeigen. Das mache ich jetzt gleich, nachdem ich drin bin. Laden. Okay, jetzt Objekte, Bekleidung, eben Erzanisch. Okay, Rüstung 126. Du bewegst dich leiser und Gegner, die zu nahe kommen, erleiden 5 Punkte Giftschaden pro Sekunde. Das ist das, was ihr gesehen habt. Dieses Gift ist in der Luft, also hat ein Gewicht von 28. Ist zwar noch leicht für seine Rüstung, weil die meisten wiegen so 30 Kilo. Aber der wiegt nur 28, das ist sehr gut. Und wert 5000. 5000, oh, das ist schon was Großes. Und der, das ist noch das andere, was ich anhabe, Ebenerzpanzerhandschuhe des höchsten Führens. Rüstung 46, 7 Gewicht, 7 Kilo Gewicht und 1374. Ein Wert von 1374. Nämlich einhändige Angriffe verursachen 35% höheren Schaden. Hier noch Ebenerzschild. Halskette der höchsten Magika steigert Magika um 60. Und ja, den Rest ist ja nicht so wichtig. Außer hier, die Tragfähigkeit wird um 40 Punkte erhöht. Orkische Stiefel der Muskelkraft. 42 Rüstung, 7 Gewicht. 1357 Wert. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Gehen wir weiter. Ah, ein Draugr, den ich versuchen kann. Alles nehmen. Den Eisenhelm. Na, braucht nicht. Ich glaube, hier sind wieder Herausforderer in der Nähe. Hä? Wieder kommt da rauf. Ja, so. Tatsächlich, das sind sie. Ja. Ja, hier war ich schon mal, definitiv. Jetzt fällt's mir wieder rein. Volltreffer. Boah, 82, das ist schon viel. Ich habe jetzt sehr lange hier nicht mehr gespielt, deswegen kenne ich meine Fertigkeiten nicht mehr so gut. Hier seht ihr dieser schwarze Rauch, das ist das Gift, das der Ebenerzharnisch abstößt. Ich bin lieber ein Schattenkrieger. Achso, ich greife lieber aus der Stahlpfeil. Ja, ich habe sonst schon genug. Ich greife lieber an, wenn ich schleiche eigentlich. Dann bewirke ich mehr Schaden. Und kann mich besser raufleveln. Aber was war hier? Hier. Aha, Eisenkriegshaxt. Ja, nutzlos. Aha, da vorne ist schon einer. Brandschanzer der Abgeschworenen. Oh. Kann ich mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Oh mein Gott, ist der stark? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Zäh, sorry. Aber das war gar nicht dreifacher Schaden. Jetzt ist alles klar. Die sieht mich noch nicht ganz. Noch nicht mal. Aha. Jetzt, Lydia, komm da raus. Nicht, dass du noch stirbst. Okay, war nicht so schlimm, offensichtlich. Wirbelwind-Sprint, ich habe ziemlich viele Favoriten, ich weiß. Oh, da hat mich jemand gehört.
Stahlpfeiler habe ich genug. Abgeschworener Bogen, orkischer Dolch, nutzloses Zeug. Aha! Frostrune. Da soll ich nicht ab. Da soll ich nicht reintreten. Bett? Aha! Wir haben nicht mehr viel Leben. Okay, starke Heilung. Ein Heilungszauber? Seid ihr etwa Priester? Das nicht. Aber für euch mit größtem Vergnügen. Oh mein Gott, ich liebe Lydia. Oh, Meister. Es ist schon lange her, dass ich mal ein Meisterschloss geknackt habe. Aber ich habe Schlossknacken schon fast auf Stufe 100. Auf 98 habe ich es schon. Die sind verdammt schwierig. Ja, wisst ihr was? Lassen wir es sein. Vielleicht finden wir noch einen Schlüssel oder so. Autsch! Das hat weh. Ah, zwei Gopo. Ich habe gerade zwei auf einmal ausgelöst. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich gefilmt habe. Aber egal. Naja, würde es sogar rausgehen. Ah, hier. Ich wusste es. Nein. Ah. Der hat mich angegriffen. Ah, Schlüssel. Schlüssel, das ist der. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis dieses. Dieses Schlosses. Yay! Geschafft! Och, dieses Schwert. Hatte ich auch ganz lange. Oh. Hier ist eine Falle. Hier oben sind schon wieder diese verdammten Abgeschworenen. Die sind einfach nur böse und kaltblütig. Und die hören das nicht mal. Wohin geht er jetzt? Okay. Ja. Schnell und leise. Ein Lapperkopfschuss. Hey, cool. Ich bin echt stolz auf mich. Mich selber. Aber ich habe allen Grund dazu. Schwere der Abgeschworenen. Wildbret brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. Granatstein habe ich früher mal verkauft. Aber nein, ich habe sonst schon genug zu verkaufen. Aha! Das ist einer der Abgeschworenen. Ah, verdammt! Ihr hättet nie herkommen sollen. Der hat mich entdeckt. Okay. Ich habe zu wenig gezielt geschossen. Ja, Lydia, beschwör deinen Demora. Waldtal, da muss ich dann wohl rein. Wisst ihr was, wir machen diesen Quest jetzt noch fertig und dann erzähle ich es noch Skior.
Dann finde ich, ja, ist genug für heute. Aber nächstes Mal muss ich halt auf die Uhr schauen, wie lange ich spiele. Ja. Okay, wir scheinen gleich am Ziel zu sein. Nein, nicht Fertigkeiten. Ah, das kenne ich. Ja, ich weiß genau, wo ich bin. Das habe ich noch nie gesehen. Ah. Lydia hat sowas anscheinend noch nie gesehen. Aber wartet mal, hier war ich doch vor kurzem noch. Oder etwa nicht? Ah nein, das war an meinem Computer. Ich spiele Skyrim eben auch an meinem Computer und da war ich eben vor kurzem. An meinem Computer war ich vor kurzem hier. Deswegen war ich jetzt verwirrt ein bisschen. Ah. Lydia wurde schon entdeckt. Na sowas. Schon alles? Kann ich mich hier vielleicht verstecken oder so? Also so vielleicht? Oder nein, wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir beschwören einen Demora-Fürst. Ah, legendäre Kampfmusik angestartet. Wisst ihr was? Wir setzen jetzt gleich auf den Feueratem ein. Hier drüben! Oh mein Gott, ist der stark! Ah! Uncool, Leute, uncool. Okay, jetzt schnell wieder umschalten. Nein? Sorry. Ich mein Freund vollkommen. Was ist dieser verdammt nachgeschoben? Hier! Aha! Da seid ihr ja, Schwächling! Tja, dann wollen wir doch mal sehen, wer hier die Oberhand gewinnt. Geh doch direkt darauf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Verdammt! Die sind vielleicht stark! Wisst ihr was? Ich filme nächstes Mal weiter. Wenn jetzt das fertig geladen hat, dann mache ich nächstes Mal weiter. In der nächsten Folge. Weil mein Camcorder hat nicht mehr viel Speicherplatz. Okay. Okay, dann höre ich mal an dieser Stelle auf. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.